Hier möchte ich eine Zeichnung anfangen, wo eine liebende Person für dieses kranke Pony zur Mutter Gottes betet. Beide Frauen sollen die Hände zu dieser Brezel-Gebetshaltung geschlossen haben, so auch hier. Das hier ist das kranke Pony. Und hier könnte ein Licht ausgehen. Also nicht ausgehen, sondern von dieser Mutter Gottes kommen die Strahlen, die auf die Betende und das kranke Pony hinstrahlen. Der Anfang von dieser Zeichnung, die ich später noch weiter ausführen möchte, ist zugleich die Anregung für meinen ersten Beitrag für unser gemeinsames Zeichenprojekt. Hier habe ich also eine Zeichnung angefangen, die ich zu Stille Linde weiterschicken werde. Da kommt Besuch. Hallo Foxy. Ein Sommerregenmorgen. Ich bin beim Frühstück und denke an das wunderbare Bild, welches hier liegt. Hier unten schläft eine Kerze. Hier schläft ein Hund. Und hier ist mein Frühstück mit dem Bild, welches ich euch jetzt zeigen werde. I am really surprised. I'm amazed, I see a lot of things which bring the drawing to another dimension. I see a deer and a sheep, wonderful roses, red roses, also here on the feet the red roses, and here on the face of the horse I see the heart. I see a shining light. I see soft faces. A wonderful sun is shining. Great sun, giving light to the hearts. Colors in the feather and this is the love, the prayer.
This tree I call Stille Linde. It is made by Ramona. And this is life. And a big space in the cave. Die Weite des Einsiedlers in der Höhle. Was das Wunder ist, ist, dass es hier gelungen ist, dass einer dem anderen zuhört, zusieht und schaut, was ist hier und was kann ich hier zufügen, sodass zum Schluss ein ganz harmonisches Gemeinschaftswerk entsteht. Das ist eigentlich ein Sinnbild für das Zusammenleben von Menschen. I think that the greatest wonder here is that it was possible that one was able to hear the other. This is the most important thing, so I say. This idea from Ramona is an idea of peace and of listening to the voice of the other, and to bring the voice of the other to a certain sound. Thank you.